Nö, gar nicht. Okay. Nur zu. Ich verstehe. Ich springe kein schönes Haus für dich raus. Das sieht von unten, ich hoffe es, muss ich sagen, echt cool aus. Abgesehen von der Tatsache, dass das Holzfundament nur bis zur Hälfte des Steins von unten geht. Und nur die Hälfte des Felsen bedeckt und quasi in der Luft steht. Oh ja, macht wenn ja du nix von unten guckst. Das sieht macht mega lustig ja aus. Von oben sieht's cool aus. Und von unten eigentlich auch. Also von unten sah auch ziemlich cool aus. Naja, aber du musst es dir echt mal angucken. Das ist echt. Ich hab's ja gesehen. Ich verstehe nicht, warum die dieses Fundament nicht von unten gezogen haben. Ja, gut, aber das kannst du ja auch nicht. Du musst ja auch irgendwo, ne? Ja, irgendwo Schluss machen. Nee, wenn dann richtig. Noch einmal 10 Palensphären. Nochmal 514 Gold. So, wir wollen noch einmal ein Bett. Ne, wir haben schon 2. Ja, wir wollen noch 1 für die Pals. Für die Pals? Ja, dafür ja bräuchte ich Holz. Mehr Holz! Immer mehr. Gut. Das ist jetzt ein bisschen meine Schuld, weil ich habe nämlich mein ganzes Holz jetzt verbraten, um die Pals zu machen. Jetzt gut. Ein wenig Holz. Nice. Und dann lege ich das mal in die Truhe. In die Truhe. In den Urlaub. So, ist in der Truhe. Wir sind hier noch einmal und es sich resettet. Na, die ganze Lambals. Ich komme einfach. Emil. Ich komme einfach nicht an das Ding da dran. Die Lambald. Warum? Ich keine mehr finde. Ich habe nur einen Lambal gefunden. Ich brauche immer noch 2. Ich habe noch gar keins. Oh. Okay. Ich dachte, du hättest welche gefunden. Nö, nee, noch gar keinen. Okay. Verstehst nicht. Hast du die alle gebliebt? So, ein Strohbett. Nee, wie gesagt, ich habe nur 3. Ich habe ja vielleicht. Ich habe vielleicht. Ganz zufälligerweise. Nur ganz zufälligerweise habe ich mal 1 schlafen gelegt. Aber das war auch sehr unabsichtlich. Hi, L. Roman. Okay, so. Daydream. Come on. Don't kill it. Please. Do not. Finish him! Okay. Ich übe einen guten Einfluss aus. Bleib drin. Nein! Nice! Nice! Übrigens sind die auch alle hungrig. Weiß nicht, hast du da schon ein bisschen was reingelegt? Wir haben einen Kuppertrog mit Bären. Also okay, wir sollten eigentlich wissen können. Nice. Ich habe ein Melpaka! Ein Melpaka! Darauf hatte ich mein Auge geworfen. Das ist ja schön. Warte, kann ich das Melpaka denn mitnehmen? Ja, dann kann ich hier so ein Chicky mal wegmachen. So. Technology. Oh, ich kann auch einen Sattel machen. Machen wir die Ausrüstungswerkbank und den Sattel. Wir müssen übrigens noch unsere Gilde benennen. Oh. Wir müssen unsere Gilde noch benennen.
Wie könnte die Gilde heißen? Hm. Mach dir mal Gedanken, während ich mal kurz bei mir die Fenster aufmache, weil hier nämlich eine Bullenhitze drin herrscht, weil PC in Flammen aufgeht. Quasi. So. Nein, ich habe einen Lama gefunden, jetzt habe ich keinen Ball mehr. Nein. Klassiker. So, habe ich jetzt Holz. Ja. Ich hoffe, wir brauchen die ganzen Pfeile auch. So, bin wieder da. So, wie soll unsere Gilde benannt werden? What a name. Unbekannte Gilde. Unbenannte Gilde. Bekannte ist wahrscheinlich auch ganz cool. Hast du Ideen? Unbekannte. Was, ich muss alles weg. Unbekannte Gilde. Ich kann das immer noch mal umbenennen. Aber die ist jetzt die unbekannte Gilde. Wir sind nicht bekannt. In keinem Land. Wir kriegen auch nur Schmand. Auf die Hand. Ich bin dankbar. Ein wahrer Dichter und Denker. Dichter? Ja, ich meine, ich bin dicht, aber Goethe war Dichter. Hm. Und so. Ja. Ah, ich habe Pinguinlets gefunden. Ich habe auch schon einen. Bingo! Habe ich denn? Ich habe Halbsphären. Bingo! Bleiben Sie stehen, Herr Pengu! Wait, das hat sich befreit, ne? Es mockt mich. Wo bist du? Ah, da. Oh! Welche Schafhebe. Pengu-Mods. Guten Abend! So, was haben wir denn hier? Der Mammorest. Wait. Wir sind zwei? Hä? Wir sind einfach zwei Mammorests. Und der eine ist einfach 5000 mal größer als der andere. Tisch. Ja, dann weiß ich, wen ich zuerst angreife. Hä? Ja, aber der eine ist Level 34 und der andere ist Level 38. Also. Ja, beide angreifen. Gleichzeitig. Let's go. Ja. Oh, nice. Humus. Okay. Ich habe nur noch 12 Pfeile. Gott sei Dank habe ich ja ganz viele Pfeile in Auftrag gegeben. Die mir auch bestimmt nicht alle geklaut wurden. Okay, perfekt. Ich habe noch welche übrig gelassen. Wenn ich ihn aussammeln kann, dann ist das doch super. Nice. Wir brauchen immer noch ein paar Strohbett. So. Ja, haben wir denn Holz? Bestimmt hatten wir Holz. Mhm. Ich bin unschuldig. Mhm. Ich habe Statuspunkte bekommen. Mhm. Ich mache ganz viel Holz. Bin dabei. Eine dumme Idee. Mein Bogen hat niedrige Haltbarkeit. Beim Fleisch wird das Dings zurückgesetzt. Wenn ich jetzt sortieren drücke, wird der Bogen repariert? Nein. Okay.
Schade. Ah, das wäre auch ein zu großer gewesen. Ja, das hätte man schon. Wir haben Holz. Wir haben sogar 87 Holz. Wir haben mehr Holz, als ich da eigentlich... Ne? So. Haben Durst. Aber Stein haben wir keinen. Stein. So, jetzt haben wir 150 Holz. Und keinen Stein. Easy. Ja, warte. Ich gehe jetzt mal noch hin, bevor ich das wieder verlasse. Und pflanze uns ein neues Lagerfeuer. Warum denn ein neues? Können Sie da elaborieren? Ich schlage dich. Stillschweigen. So. So, ein Strohbett. Ah, hier noch so eine Kiste hin. Okay, da kann das da rein, das da rein, das da rein und das da rein. Und hier machen wir weiterhin die Sachen. Wir haben schon 1334 Goldmünzen im Besitz. Ja, ich habe gut Truhen gefunden. Okay. Ich habe noch mal. Ja. Okay. Da war schon also ich glaube, ich habe zwei Truhen mit jeweils über 500. Okay. Wow. Ach, hast du direkt vier Betten gemacht? Hm? So, ist auch smart, weil mit jetzt, wenn wir wieder verbessern, dann kriegen wir. Dann kriegen wir noch ein viertes dabei. Dann sehr schön. Nein, wir haben gar keine Möglichkeit dazu. Box. Lagerverbesserung. Let's go. Wir bauen direkt eine Holztür hier hin. Wir müssen noch einen weiteren Pal hier einsetzen. Dann nehmen wir doch mal so ein Ding. Und wir müssen einen Bärengarten bauen. Habe ich... Ich habe keinen Bärengarten gebaut, aber ich habe eine... So, eine Viehdings habe gebaut ich hast. Gemacht. Baust du auch den Bärengarten? Okay. Ja? Ja, ja. Hast dir die Ehre verdient? Bärengarten. Na. Ich weiß nur nicht, wohin. Ich mach das mal direkt vor die Tür hier so. Sieht bestimmt gut aus. Let's go. 30 Sekunden. Eieieiei. 30 Stück. Ding ist, wir haben der aushält, ne? Ich hab da einen Gummos. Aber das macht nichts. Wir können, glaube ich. Ja, ja, warte, ich kann noch mal einmal verbessern. Und dann kann man so einen Gummos rein. So einen Angriffsstrategen-Gummos. Baue Statue der Kraft, baue Ausrüstungspalbank. Okay, Statue der Kraft. Da müssen wir die noch mal skillen. Oh, die kann ich sogar direkt bauen. Danke für das Abo. Danke. Dankeschön. Dankeschön. So, wo ist die? Da. Ich habe einen Workaholic-Cremis. Wo wollen wir den? Komm, ich stell die Statue auch direkt neben unseren. Neben den. Zack. Die 50 Sekunden. Oh. Keine Geduld. Aber macht nichts. Einfach vier Leute am Arbeiten. Dann dauert das auch nur noch 10.
Meine Fähigkeit verbessern. Erhöhen. Ja, nice. Hier kann man auch die Pals verstärken, wenn man Seelen hat. Das ist ganz cool. Und dann noch die Ausrüstungswerkbank. Da brauche ich aber zwei Stoff. Was? Es fehlt Stein. Das ist ein bisschen viel. Zwei ist schon gut. Uns fehlt ein bisschen Stein. Achso, gut, ich habe gerade die Statue gebaut, also. Das könnte die Steinknappheit erklären. Hier rein. Und dann kann man die Werkbank bauen. Und die Werkbank baue ich. Ah, die baue ich auch einfach hier so. Let's go. Hier wird dann einfach unser Werkbank-Sammelsurium. Werkbank und Kisten-Sammelsurium. Ich bin alleine. Nur Daydream könnte mir helfen, gönnt sich aber gerade ein Päuschen. Denkt sich so, arbeiten, was ist das? Kenn ich nicht. Nicht um diese Uhrzeit. Wir können doch mal pausen. Nicht um diese Uhrzeit. Der soll arbeiten. Der arbeitet doch nur nachts. Oder arbeitet er 24/7? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die arbeiten auch tagsüber. Zumindest sind die vorhin auch rumgestört. Von mir aus, da war dann mal 2 Minuten Pause. Minuten. Was? Sekunden? Das muss arbeitsrechtlich alles abgeklärt werden. Ja, für alle 24 Stunden Arbeit kommen 2 Sekunden Pause. Das passt schon. Alpaka-Satte. Was essen. Wir sortieren einmal. Essen das Spiel. Nice. So. Lagerverbesserung. Let's go. So. Wir könnten auch so einen Foxparks hier hinsetzen. Was ist denn eigentlich mit meinem Team? Bin ich so weit damit zufrieden? Nee, eigentlich will ich den Chickypea gar nicht hier drin haben. Gumos. Gumos kommt mit. Oh. Oh no! Technologies. Schnell die Leiche verstecken. What did you do? Ich habe aus Versehen Lambal getötet. Ich habe vergessen, dass ich vorher noch ein Halsberry gebraucht habe. Meinst du, hast es du hast es liebevoll zu Bett getragen? Hackfleisch verarbeitet. Uff! Okay. Okay. Bauen übrigens wieder ein Palbett. Es geht schnell mit den Upgrades. Und dann zack, 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 zack. Ruhig feiern, ruhig feiern, ruhig feiern, ruhig feiern. So, ganz viel Stein noch. Stone. Jetzt. Okay, das war. Ah, wir können einen Pixie bauen. Ich stell das mal. Ich sehe nichts. Das ist halt ein bisschen doof. Wollen wir mal einmal kurz schlafen gehen? Escape. Moment. Ja, definitiv. Also ich hoffe auch, dass es sich in Zukunft weiterentwickelt. Das wäre so cool. Also gerade mit dem, was noch geplant ist, ich habe mir die Roadmap mal so angeguckt. Mit diesen Raids und so, dass man zusammen dann halt Raids machen kann. Das wird, denke ich, noch richtig, richtig gut. Und wenn sie die Serverstruktur dann nochmal ein bisschen verändern und man dann vielleicht sogar mehr als 32 Leute irgendwie auf den Server drauf bekommt, wäre ja auch mal interessant.
selber wäre da sehr wahrscheinlich daran interessiert, mal so einen großen Server aufzumachen. Und dann mal zu gucken, was so quasi in so einer kurzen Zeit alles passieren kann. Wie man das so zum Beispiel aus Minecraft kennt. Weil die Map ist ja so riesig. Die geht ja einfach nach oben. Die hat ja hier oben auch noch extrem viel. Das ist so krass. I like it. Ist so super. Da hat wirklich, also da hat, muss man einfach sagen, Pokémon extrem was verpasst. Das hätte, könnten Pokémon sein. Hätte können. Ohne vielleicht die Waffen, aber naja, die. Sag mal ja jetzt nicht nein. Bisschen Twist reinbringen. Ich glaube, Pokémon ist halt auch einfach eher ausgelegt auf dieses entspannte Spielen ohne Gewalt. Ja, und für Kinder. Also es ist halt. Aber man muss halt einfach sagen, ne? Wer hat denn früher Pokémon gespielt? Das ist doch ja. Jahrgang 1995, also mein Jahrgang. So. Ist doch ganz klar, dass die da extrem drauf abfahren, wenn so ein Spiel rauskommt. Aber extremst. Also wirklich extremst. So, und wenn das jetzt. Also, das da war ja nur der Anfang. Ne? Das ist ja jetzt mal gerade auf Steam rausgekommen. Lass das mal die, das Licensing für hier Switch und so kriegen. Das wird anders. Das wird anders böse, wenn das auf die Switch kommt. Das wird richtig heftig. So. Muss ich fangen? Was? Doch, ja. Und Pokémon. Also, gut, okay. Kann natürlich sein, dass es irgendwie ein bisschen verhindern, dass es auf die Switch kommt. Aber glaube ich nicht. Also glaube ich beim besten Willen nicht, weil. So, erstens, du kannst rechtlich halt auch nicht wirklich was dagegen machen. Sonst hätten sie das wahrscheinlich schon längst getan. Also das sagen halt viele. Jo. Oh nein, ich habe ja gar keine Preissphäre mehr. Oh, der ist auch noch raus hier. Nein. Oh. Okay, ich muss es leider töten. I'm sorry. Okay, die Attacke. Das ist meins. Oh. Das ist mir alle zu Bett liegen. Oh, keine Pokalzüge mehr. Kannst du den nicht pullen? Zum Lager? Ja, und dabei sterben. Das ist das Problem. wie viel? 16 Stück. Oh, dann machen wir mal 16 Preiswerte. Let's go. Jetzt klau nicht mein ganzes Holz und Stein, den ich gerade gefarmt habe. Würde ich niemals machen. Würde ich doch niemals tun. Niemals. Never. Also jetzt noch reinkommen muss, ist richtig geile Musik. Willst du etwa sagen, die Musik ist dir noch nicht geil genug? Es gibt keine. Also. Ja. Okay. Weil ich mag vor allen Dingen diese Fight-Musik sehr gerne. Ja. Mag ich auch. Aber. Das ist halt die einzige Musik, die es gibt, ne? Jo. Das halt. Überfall? Oh! Ohne menschenfressender wilder Pals? Was? Ich komme. Wie? Wo? Was? Holy fucking hell. Wie? Hä? War? Nee. Hä? Seit wann gibt's das denn? Hä? 100 Meter entfernt. Wo? Oh Mann. Uiuiuiui. Uiuiuiui, da kommen sie. Uiuiuiuiui.
Das sind Wölfe! Ich hab die Passwörter ready gemacht, oder? Ja, ich hab die Passwörter ready. Das sind Wölfe! Fangt sie alle! Hallo? Den konnte man nicht fangen, oder was? Warum konnte man den jetzt nicht fangen? Stahlschlüssel, 2 Stück. Okay. Ich hab jetzt nichts, glaube ich. Ich glaube, ich hab einen Wolf habe ich. Yay! Was kann der? Oh, der kann leider nur... aber den mache ich mir ins Team. Ne, den Wolf habe ich tatsächlich auch. Wolfi! Nice. Guck ihn dir an. Mann. Was für ein Hübscher. Auf dem kann man auch reiten, wie es aussieht. So, ich wollte eigentlich noch so ein bisschen was bauen. Alias einen Steinbruch und eine Holzfarm oder was das da ist. Noch dafür. Okay, Steine habe ich jetzt naja, nicht genug, aber ein paar. Holz brauchen wir noch. Das war jetzt aber mal cool mit dem... Was? Das Spiel ist absolut so, nett, dass das geht. Das Spiel ist so cool. Das Spiel ist einfach so cool. Ich habe auch nicht gewusst, dass es das gibt. Das ist einfach noch so ein bisschen hier Power Defense noch drin ist quasi. Oder so ist. Halt mega blöd. Wie nennt man das? Stell dir mal vor, du bist die Metama-Kunden. Das Gerade da weiß ich jetzt nicht, ob das passiert. Ja, natürlich. Wenn das passiert, müssen deine Pals das halt verteidigen. Ich glaube, die Pals haben da auch quasi fast alles dran gemacht. Muss man halt einfach sagen. Oh! Michael, dich so! Danke für den Follow. Dankeschön. So, gegrillte Beere. Maximal Produktion beginnen. Ich kann auch jetzt meinen. Warte. Ich kann auch hier. Ja. Kann ich das? Ich habe gerade mein Fleisch genommen. Was? Ich hatte Fleisch. Sorry. Was? Ich hatte Hunger. Ja, warte. Ich leg dir das hier in die. Ich leg dir das hier in die Truhe. Ich teile das mal gerade so ein bisschen. So, hier. Krieg 2, du kriegst. Hallo? Krieg 2. Danke. Hier hast du ein gefrorenes Ei dafür. Okay. Danke. Das gibt ja richtig gut. Ja. Mama. Warte mal. Irgendwo ist halt hier. Ups. Öffnen. Das da kann da rein. Mama. Müsste normalerweise hier ein. Muss reinpassen oder auch nicht. Warte. Okay, passen doch die Steine nicht. So. Ja, Michael. Mit dem Follow für Follow, ich bin da eher weniger so ein Freund davon. Also wenn mir dein Content gefällt, lasse ich dir ein Follow da. Vielen Dank, dass du mir gefollowt bist. Aber ich follow halt nur Leuten, wo ich auch wirklich den Content cool finde, weil das taucht halt in meiner Timeline auf. Und ich bin so einer, der hat gerne in seiner Timeline nur Sachen, die er gerne sehen will. Ich bin auch nicht böse, wenn du dafür deinen Follow zurückziehst.
Ich habe doch jetzt so einen Stahlschlüssel. War hier nicht irgendwo eine Truhe, die man nur mit einem Stahlschlüssel aufmachen kann? Ach so! Ah! Das liebe Fräulein hat die schon aufgemacht. So sieht das also aus. Gold herkommt. Aha. Okay, also bin ich useless hier. So sieht das aus. Zerkleinerer. So, ich mach mal weiter, dass wir hier unser Lager noch einmal aufgewertet bekommen. Wir brauchen einen Zerkleinerer. Wir brauchen einen Steinbruch und einen Holzfäller. Das wollte ich doch gerade eigentlich. Ich wollte eigentlich das Ding bauen. Jetzt habe ich wieder zu wenig Holz. Und zu wenig Stein. Und zu wenig Palium. Cool. Ah. Einfach alle zu wenig. Ich hab da was gemacht. Mal gucken, ob es so episch aussieht, wie ich es mir vorstelle. Oh ja. Oh ja. Moment. Was mein? Ah. Einmal. Die Umbruchstücke. Bis jetzt noch kein einziges Mal meine Spitzhacke oder meine Axt reparieren müssen. Komischerweise. Oh. Schon wieder links. Schon wieder keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Palium. War das auch nochmal? Stimmt, ich wollte ja mal ausprobieren. Eigentlich kann ich doch das. Eigentlich kann ich es doch rein. Schlafzimmer. Ah! Ui! 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 Mit Eva eine Luftkanone. Jawohl, ich. Ich bugge ein wenig rum. Aber warte, in Schlafzimmer, ja? Ja. Ich bin im Schlafzimmer. Ja. Was soll ich da? Ja. Sieht echt cool aus, das ist mega groß. Warte, ich soll hier warten? Nein, gucken. Die Aussicht genießen. So! Was meinst du? Die hohen Decken. Mega cool. Das ist echt cool. Das ist wirklich. I like it. Ich mag's. Warum steht hier unten eigentlich ein Palschrobit? Ich dachte, die sollten alle oben hin. Falls man nachts was braucht, kann man jemand anklingeln. Hat man nicht so weit. Was? Okay. 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 Kann ich jetzt hier irgendwie. Haha. Den Holzfäller-Dingsbumsen kann ich schon bauen. Ich stelle das mal hier hin. Mal das hier mit zu gehen. So. Helfen Sie mir mal. Helfen Sie mir mal. Ja, sehr schön. Und schon sind wir bei 20 Sekunden. So schnell kann das gehen. Wer kann, der kann. So sieht's aus. Er hat. So, dann gucke ich mal, dass ich auf 30 komme. 30 kleine Freunde. 30 kleine Freunde. Nicht so viele. Ich habe 18. Ich müsste noch ein paar Freundchen fangen. Aber erst will ich noch den Steinbruch fertig bekommen. Hä? Okay. Was? Wir können ja gleich zusammengehen, wenn du willst. Ja, das ist eine gute Idee. Lass mal gucken. Ich gerade noch Stein. Wie viel Stein brauchst du noch? Ich brauche noch 50 Stein, 20 Holz, 10 Palium-Stücke.
Also Palladium brauche ich auch noch ein bisschen. Hab ich noch? 11? Ich sammle gerade noch Stein. Ich mache mal auf jeden Fall ein bisschen zu viel Stein. Weil zu viel kann man eigentlich auch nicht haben, aber. Oh. Kann man noch ein paar Preisbären bauen. Außer man ist überladen. Dann nicht. Dann gibt es einen zu viel. Tja, deswegen. Was ist meine Axt? Das ist. Deswegen habe ich ein wenig auf Gewicht geskippt. Ach stimmt, ich habe noch ganz viele Stapel. Na, dann sollte ich normalerweise genug Holz haben. Nice. Okay. Ja. So. Mal kurz eine Nachricht schreiben hier. Eine Reparaturwerkbank. Reparatur? Durch die wie? Du hast sie geskillt, oder? Hast du die geskillt? Könnte sein, ja. Die Reparaturgang? Dann hätten wir die, ja. Okay. Einmal den Steinbruch. No, die Palladiumstücke fehlen. Hast du die zu viel gereicht? Ein paar. Mal gucken, ob es ausreicht. Ich weiß nicht, wie viel du brauchst. 10. Ich habe 6. Warte. Aber ich habe noch im Inventar. Jetzt hast du genug. Nice. Wolfi, komm mal weg hier. Wolfi war am Weg. Einmal Steinbruch hin. Army! Kommt und hilft! Bitte. Das wäre extrem nett. Nee, das wird richtig. So. Da muss ich einmal gucken, wie viele Palsphären ich noch habe. Elf Stück. Da könnten noch ein paar mehr sein. Machen wir mal noch 5. So, und dann könnten wir einmal kurz erkunden gehen. Ja, Moment, ich brauche gerade noch das Erz ab. Mein Daydream hat übrigens mehr Muskeln als Verstand. Ach Gott. Ui.
als Fähigkeit oder was? Ich hätte passive. Nein. So, dann lege ich gerade noch einmal ab. Du hast keinen Melpacker, oder? Ich habe einen Wolf, falls mir der was bringt. Nee, Wolf leider. Nee. Für den habe ich. Nee, da kriegt man erst mit Level 9 das Geschirr für. Dann können wir den, dann können wir das Wölfchen reiten. Ich kann auch das Daydream Halsband skillen. Dann würde ich das auch irgendwann mal machen. So. Ich wäre ready. Für ein wenig Erkundungszeit. So, ich sortiere noch einmal schnell. Genau. Ich glaube nur, es wird gerade dunkel. Ich habe so ein Gefühl. Du hast ein Gefühl? Ja, das ist ein gutes Gefühl. Ich glaube, es wird auch dunkel. Dann lass erstmal noch. Dann lass erstmal schlafen gehen, weil. Im nächtlichen Erkunden ist immer ein bisschen dunkel. Nice. Okay. Dann. Los geht's. Los geht's. Du. Blub. Hast du deinen Bogen? Hast du Pfeile? Mhm. Ich habe noch 16 Pfeile. Mhm. Da ist das Melpacker. Meins. Ja. Gut, hab ich mir gedacht. Super. Das Ding ist, vielleicht kann ich. Sorry, ich hab mich wirklich. Ich wollte eigentlich nicht. Ich dachte, meiner wäre draußen gewesen. Aber den war ja gar nicht so. Das Problem ist. Natürlich jetzt die. Ja. Hey, geht. Ja, ich hätte noch ein paar Pfeile gebraucht können, ne? Ganz ehrlich sagen. Ich habe nur 13. Jetzt noch. Oh, Kremia. Oh, super. Hey! Hier steht eins daneben. Ja. Links! Rechts! Da! Hey, geht's! Ja! Hey. Es ist unbelastbar. Steht er direkt da? Ja. Ganz aufgefallen. Wenn du das. Ich wenn du das noch so ein Pingu auf dem Weg. Ja, hier ist auch noch die Schnellreise-Statue. Ja, Pingu geht fort. Einmal Schnellreise-Statue. Gerade von Luft angegriffen. Nice. So, den hab ich. Huch. So, Pengu. Glaube ich, muss ja echt noch so. Hallo? Bleibst du drin? Wie sind du? Ganz schön dreist, jawohl. Wie, ja, sag mal. Was ist das da? Und bleibt denn drin? Mit 54% Chance. Sagt er sich einfach so, nö. Ja, mei. Da haben wir zwei Lamballen. Ups. So, ich hab noch mehr. Hinten ist ein Ei.
Warte mal, ich hätte das mal ist gerade pink den. Und kringelig. Hier. Gewöhnlich. Hallo. Und Palladium. Palladium. Warte. Ich baue mal kurz so eine primitive Werkbank. Und reiße sie danach auch wieder ab. Ich krieg auch die Palladium. Aber ich brauche ein paar Pfeile. Was mehr? Dankeschön. Bitte. 6 Stück. Dankeschön. Was war noch was? Jetzt ja. Ich muss. Ich brauche noch ein bisschen Holz mit. Kann ja nicht schaden. So ein bisschen Hölzchen mitzuholen. So. Sind sie? Da oben sind sie. Ah, da ist hier die Notiz. Die Notiz des Abenteurers und die Liefmunk. Die Weltgeheimnisse zu dieser Überzeugung gelangte ich Ende letzten Jahres, als ich mich für meine Forschung die Topographie der Welt ansah. Als ich die Insel der Welt betrachtete, schien mir ein Ort seltsam leer zu sein. Hier fehlte etwas so deutlich, dass ich mich frage, warum ich mir das vorher nie aufgefallen war. Folgende Monate verbrachte ich mit Vorbereitungen, schaffte es auf Grundlage meiner Hypothese, die Koordinaten einer Insel zu ermitteln. Ich beschloss, mir ein Boot zu nehmen. Ich alleine auf den Weg dort nichts. Mag das etwa unsere Insel sein? Bestimmt. Bestimmt. Der ist hier irgendwo dahingesicht. So, jetzt verrat mir mal, wie du rollst. Mit STRG. Wusste ich schon. Wusstest du? Ja, wusste ich. Habe ich noch vorher noch nicht gemacht, aber wusste ich. Natürlich. Aus Instinkt. Instinkt. Humus. So, da Humus. Ha! Was? Nix. Das Aua. Ist ein Shiny. Wo? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil du so gemacht hast hier. Ich werde permanent von Mitstreitern hier angegriffen. Von Mitstreitern angegriffen. Einfach alles. Guck mal, hier ist so ein Eitelia. Aber das ist Level 11. Wird bestimmt ein bisschen wehtun. Warte, hier. Ja. Moin. Komm. Wird schon. Das haben wir. Es gibt sogar zwei. Komm mal ran hier. Uiuiuiui. Aua. Oh no, es hat's getötet. Warte. Komm. Ja. 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 Oh no. Ah. Okay. Daydream. Au. Ja, Holz hier. Ich hab noch Daydream schnell zurückgezogen. Das ist eine Attacke. Holz hier. Come on. Gott. Wenn ich noch einmal treffe, ist der direkt tot. Nice. Oh mein Gott. Sehr schön. Sehr schön. So, dann lass mal. Ich hab einen Forstmeister. Ein Forstmeister? Eki-Trier. Oh no! Das lag wieder. Alles gut, ich bin da. So. Ja, manchmal tut's so ein bisschen. Manchmal hat's so ein paar Aussätze. Pizza. So, ich gönn mir noch so ein Tansy. Ich hab Feinde gefunden. Nice. 5 Stück. Sympathisch.
Ja, Tensi ist auf jeden Fall. Wird das mein 30. Pal? Huch, ja, schon so nein. Viele hast du. Nein, ich hab's getötet. Okay, dann hol ich mir einen Teefand. Ich hab keine. Ich hab. Aber ist das Wasser lang? Verdammt, ich hab keine Pfeile mehr. Bist du Wasser lang? Oder wo bist du? Nee, ich bin nach oben. Oben? Okay. Guck mal, du kannst mich auf der Karte sehen. Ja. Wenn du M drückst. Wenn man Orientierungssinn hat, habe ich die Karte auch lesen. Ich habe. Aber die Bank, Werkbank wieder abgebaut, oder? Ich brauch wieder Pfeile. Muss man nochmal Pfeile. Die gehen so langsam die Bällchen aus. Hier ist eine Werkbank. Dann kannst du auch noch ein paar. Jetzt muss ich mal gerade gucken. So. Du kannst mir dabei helfen. Hilf mir mal. Ich kämpfe hier gerade. Moment. Ich meine mein Daydream. Daydream hilft mir gerade nochmal 24 Pfeile zu machen. 24 Pfeile. Ich muss auch was futtern. Also ein paar. So, dann auch mal Elfen. Nice. Vierundzwanzig Pals habe ich erst gefangen. Und ich brauche immer noch 5 Lambei. Also ich habe 3. Ich brauche immer noch 2. Nice. Sind aber auch schnell zu finden. Tatsächlich habe ich meine restlichen 2 gefunden, weil die nachts einfach auch schlafend auf der Brücke lagen. Ich musste die nur einsammeln. Naja, habe ich irgendeinen Befehl serviert. So kennt man das. So, ich habe ganz viele Pilze. Ich hätte gern noch ein paar Steine. Damit ich mir vielleicht auch noch so ein, zwei Paar Bären machen könnte. Mit dir? Bleib mal schön im Ball. Nice. So. Ja, doch ein bisschen am Catchen. War eine Catch im Maul. Okay, wenn nur 2 Preis wäre, man. Gut, dann baue ich wieder die Werkbank ab. Lass mal noch stehen. Komm mal. Okay. Dann lasse ich noch stehen. Tefand. Oh, ein Capriti-Dingsbums. Oh. Nice. Do it. Okay, wahrscheinlich wird der den wieder fast töten. Nicht nur fast. I hate it. I hate it so much. Er macht halt 2 Angriffe gleichzeitig. Mit einem habe ich gerechnet, aber mit 2 habe ich halt einfach nicht gerechnet. Und dann war halt schon wieder tot. Nein! Wenn ich keinen Perl draußen habe. Ich töte die Tensi die ganze Zeit! Nein! Wie viele. Okay, ich habe noch 10 Perlsphären. Ich sammle die ganze Zeit wieder Perlsphären auf, deswegen. Die liegen hier überall rum. Sollen wir einmal den Boss machen? Oh, das ist noch ein Lift. Also, ja, bald habe ich auch meine 30. Was war 29?
So. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe noch 4 Pfeile. Ich habe noch 4 Pfeile. Das wäre not so smart, wenn ich da jetzt machen würde. Ich würde noch einmal kurz eine Werkbank bauen. Soll ich dir die Hälfte von meinen geben? Wie viel hast du denn noch? 42. Das war viele Pfeile. Nee, ich mache mir einfach gerade hier noch ein paar Pfeile. Are you sure? Ja, ja. Ja, wir haben einen Helfer. Hast du auch noch einen Helfer? Achso, nee, ich glaube, es kann immer nur einer dran arbeiten. Ja, Moment. Und der da kann nicht an der Wand. Warte, ich hol kurz. Ich hol. Und wieder. Der kann, glaube ich, auch nicht helfen, oder? Aber er sieht süß aus. Aber er sieht süß aus. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Kurz, da ist die Wartezeit. Wenn Sie so sagen, dann muss das wohl so sein. Hm. Okay, perfekt. Oh. So. Dann kommen wir das wieder ab. Adi? Yes. Aufpassen. Dahin. Aufpassen, dass jetzt nicht getötet wird, ne? Also, dass ein Pyro den nicht tötet. Warte. Jetzt habe ich nochmal ein Level abbekommen. Hier oben. Oh. Cut. Da. Jawohl, ich komme. Chillend. Cute, das Ding. Ah, ich schieße die ganze Zeit daneben. Ich habe irgendwas hinter ihm getroffen. Das wird vielleicht auch noch mit angreifen. Okay, ich nehme mal meins zurück. Ja. Wer fängt? Weil. Ich lasse hier den Vortritt, weil beim letzten Mal. So, let's go. Fang. Das bleedet to death. Also. Das ist vergiftet von meinem Daydreamer. Oh. Muss ein paar Mal versuchen. Nice. Ja, hab's. Nice! Erster Boss besiegt! Sehr schön! We did it! Und jetzt hat man. Wild, kaltblütrig und ein Grufti. Jetzt kann man nämlich hier die rechts die Dinger skillen. Oh, ich mache das da. Ich weiß nicht, was du mit rechts für Dinger meinst, aber ich werde magisch von dieser Kiste hier angezogen. Tief hochrufen und Nägel. So, was kann ich machen? Wenn sie. Normale Technologien? Jetzt kannst du rechts die antiken Technologie. Da kannst du unter anderem den Brutkasten skillen. Dafür brauchen wir aber antike. Nice, endlich 30 Pals. Dafür brauchen wir antike Baumaterialien oder so, wie das heißt. Ich weiß nicht, wo man die herbekommt. Haben wir vielleicht eins bekommen sogar? Nö. Ich glaube nicht, ich habe eine schwache Medizin im Inventar. Dann würde ich sagen, skille ich gerade noch das hölzerne Aufwärmmittel bis jetzt in die heiße Quelle. Ja. Heiße Quelle habe ich nämlich nicht geskillt. Ich habe die anderen Sachen geskillt. Müssen wir abgleichen, was uns noch fehlt. Ich denke, fürs Erste reicht das. Was kann man hier denn noch machen? Welcher Tiefhand meldet sich denn freiwillig? Ich habe gerade 4 Tiefhanden gefangen. Oder oben ist noch ein Lamm. Hier ist so eine Bö. Hier ist so eine. Wo? Oben, meins. Wo? Hoch. Wer? Der. Oh, ich bin. Ich bin zu stark. Dann hole ich halt den Tiefhanden hier.
getötet? I'm too strong.